Hallo Leute und herzlich willkommen zurück. Ich habe mich gerade so barbarisch beim Trinken in der Pause verschluckt, dass mein Hals jetzt noch ganz kratzig ist. Ich hoffe, dass man das nicht so raushört, so mäßig. Aber okay, ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter und das Erste, was wir tun, ist sitzen und pinseln. Ich würde... Er schnitzt. Oh, kann ich beides malen? Ich möchte eigentlich sehr gerne sie zeichnen. Ich will aber auch das Andenken haben. Und ich habe fast diese Befürchtung, dass wenn ich sie zeichne, dass ich das Andenken von ihm nicht bekomme. Wir gehen das Risiko ein. Ich würde gerne sie zeichnen. Time to take the pen, dude. Vielleicht geht ja auch was ganz Verrücktes und wir dürfen beide zeichnen. I like how Cassidy is in her own world when she's playing music. Ich habe früher, als ich auf dem... Pretty good. But I can add more details if I want. Als ich noch auf dem Dorf gewohnt habe. Okay. Got it. Wir haben ja direkt dort am Wald, im Wald, wie auch immer, gewohnt. Und dort bin ich auch immer mit meiner ersten Akustikgitarre damals noch, die ich von meinem Onkel geschenkt bekommen, in den Wald gegangen und habe gespielt. Die ist dann später kaputt gegangen, also die ist aus dem Rahmen so gebrochen, also der Korpus. Und dann haben wir sie von einem professionellen Gitarrenbauer halt kleben lassen, aber der hat gesagt, die Saiten üben so einen Druck auf die Gitarre aus, dass sie wahrscheinlich kaputt geht, wenn ich sie weiterspiele. Und seitdem steht sie hier als treues Andenken, weil sie halt meine erste Gitarre war. Ja, und meine zwei anderen Babys daneben. Bo! Man, you are so focused when you draw. That's cute. Yeah, thanks. Let me be the judge. Whoa, whoa, give it back, please. Cassidy, do not even look. Whoa, down boy. Really, Sean? I didn't mean to freak. Stop this tortured artist shit. Share it. Come on. Fuck. You're good. Wow. I look happy. Like, I belong here. I love how you see me, Sean. I think I look cooler as a sketch. Really? You think it's okay? No, I'm just being nice. If it was bad, you would know. I don't lie. Well, I could never draw like that. What's your secret? Leute wie du? Das ist ein bisschen flirten, ne? Übung? Übung ist eigentlich die echte Antwort, ne? Aber komm, wir sind mal ein bisschen flirtend. I don't know. I just get inspired by the things I see and do. And being around people like you helped. A lot. So, I'm like your muse. Sweet. Well, you're a great model. Yeah. Oh, don't make me blush. We all learn from each other, right? That's why I love my life right now. Finally. Yeah, but we don't always have to suck up to fuckers like Meryl. Most of the year, it's just us. The road and us. What do you miss about your old life? Anything? Besides some friends? Nothing. Well, my own bathroom. Out here, you see that you don't need all that bullshit they sell. Huh. That's freedom. I mean, the trick in this country is just to survive. I guess. I do like traveling around, but I want a base. Will you ever go back to Texas? No fucking way.
My daddy was a meth head who beat the shit out of my boyfriend. Just because he wasn't white. Yep. Then my big brother told me he would shoot me if I dated that, well, you know. My mom didn't say squat, as usual. Thanks, Mom. So, fuck them all. This is my family now. Damn, I'm sorry, Cassidy. Ah, don't be. I feel sorry for them. So, tell me. What do you miss about your old life? Well, apart from my dad, I'd say Lila. Definitely. She was like my best friend. I miss our talks. I'm sure she's very special. Even when I had a shitty day, she would always make me laugh. Always. Feels like years since we talked. Probably never again. But things change. Right? Yep. So keep moving forward. You have a good heart, Sean. I think you could use some alone time. See you later. Okay, wir können aber hier nichts weitermachen, okay? Im Zelt? That's cool they let us use their extra gear. We lucked out. Okay, ich habe gedacht, wir können noch irgendwas Neues drin sehen oder so. What up? The usual. Carving some wood. I learned wood carving with an Inuit native back when I lived in Alaska. It's an antique technique. Helps me vent out and focus. Yeah, I just let my hands sculpt the wood, and sometimes I have good surprises. I'm just kidding, man. It's actually a cool cowboy thing I've been trying to do for a while, but I suck at this. It's just fun to relax. Finn is too punk rock to be a farmer. Aber das Messer und er schnitzt und meine Hasen schmeißen ihre Futterschüssel gerade durch die Gegend. Hätte ich ihn malen sollen, wäre es wirklich das? Hätte er da mit uns gequatscht und irgendwas gemacht? Yes, I know. Go fill the water tanks. I have one job. Den haben wir ja schon gesehen. Können wir was Neues machen? I do love these trees. Ancient and majestic. Hey. Hola. ¿Qué está, señor? Bien, ¿y tú? Tengo la púa que perdiste. No comprendo. Don't laugh. Still learning, Professor. I said I got the pick you left at Beaver Creek. What? That's so cool. Why didn't you tell me? I didn't want to look like a creep. You don't. I lose them all the time. You can keep it, stalker. Talk later. Okay. And Sean, can you try and be less shy sometimes? Here. Holzfigur. That's some serious wood. Crafting skills. Let's keep that souvenir. From the master sculptor. Das ist fies, wie sie das hier jetzt verstecken. Aber wir kriegen es ja trotzdem raus, also es ist schon in Ordnung. Okay, ein Stück Holz, was aussieht, als könnten wir es dem nächsten Vampir in den Körper rammen. Das ist doch praktisch eventuell. Damn. Trimming is hard. How do these guys keep coming back?
Okay. Wird nur gucken, wie es aussieht. Ist jemand noch im Klo? Wahrscheinlich nicht. Aber warte mal, müssen wir nicht hier auch den Behälter nachfüllen oder so? Muss ich wahrscheinlich erst holen. Muss ich hier in der Toilette schon? Nee, die kann ich nur angucken. Stromgenerator. Kann ich nur angucken. Don't want the crew to get pissed if I don't get their water. Nee, wartet mal, wir machen das, glaube ich, erst mit der... Mit dem Wasser und dann können wir ihm immer noch helfen. Jacobs Zelt untersuchen. Okay. Brief an die Schwester. Must be tough to be so far away from his sister. Alles Gute zum Geburtstag, Sarah. Es tut mir leid, dass ich nicht da bin, um all deinen Kuchen zu essen und deine Geschenke zu öffnen. Entschuldigung, ich musste husten. Ich hoffe, du hast eine tolle Feier mit Mama und Papa und deinen Freunden. Ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen und dir all meine Fotos von Kalifornien zu zeigen. Ich rufe dich an, wenn ich die Gelegenheit bekomme, um Happy Birthday zu singen. Umarm Alexander für mich, dein Bruder Jake. Und das Huhn, er hat das Huhn gemalt. Sehr geil. Hello, Dolly. You're old. Er ist ein Piratenteddy. Der hat eine Augenklappe. That's some deep shit. America versus God? Stand das da? Hm. Wonder who's her mom. And who's the other woman? Also das Mädel unten, das wird ja Sarah sein. Die linke Frau sieht aber irgendwie älter aus, ne? Könnte das vielleicht sogar die Oma sein oder so? Guck mal, was war hier? Das war das Familienporträt. So cool he carries this around. Wish I could see the pictures he took of us. Die Folge wird toll für mich zum Schneiden. Ich muss die ganze Zeit husten nebenbei. Weird. Where did he get that from? Falls er mal schnieke aussehen muss. Vielleicht mitgenommen. So, was war hier noch? Ach, es war nur untersuchen, okay. Dann lass uns mal das mit dem Wasserkanister machen. Bet Daniel could help me carrying these tanks. Nee, wir machen das alleine, glaube ich. Ich drück mir einen ab. Let's get these over to the kitchen and shower. Okay. Dann machen wir erst die Dusche. Und den nächsten bringen wir in die Küche und dann können wir Daniel anbieten, dass wir... Kann ich rennen? Ich laufe mal trotzdem. Penny's all over the place. He'll go anywhere. Das Eichhörnchen da oben ist noch da. Vielleicht können wir das dann irgendwie auch füttern oder so. Mal gucken. Muss ich da von hinten an die Dusche ran oder von der Seite? Easy money, they said. Ah. Yeah, right. Okay, muss ich hier was machen? Was austauschen? Glaube nicht. Gut. Dann können wir den zweiten Kanister holen. So, komm her. Außerdem, wenn uns keiner hilft, werden unsere Muskeln stark. Let's carry this one to the kitchen. Genau. Now let's put this tank next to the kitchen. Oh nein, jetzt ist er fertig. No. Don't wait for you near the lake, dude. Don't forget me. I won't. See you there.
Maybe he's too young to worry about the dishes. Eh, he already did them at home. Warum sollte er zu jung sein zum Spülen? Also, not wenn man everybody has time to fucking recycle or compost their shit, especially when you live off the grid. We all should try. I think I made some good trims today. And talking with the girls is always entertaining. We only have one planet. Taurus talking shit again. Like you guys have it so hard. We did not say that we did. Tell me again how many hours you spent. Shit. Yes, Penny's looking for somebody. Arthur Jinx Lee. That sucks. Also ein LOL-Spieler. Zuletzt gesehen in Blueside Creek Humboldt. Er benötigt medizinische Versorgung. Für jegliche Informationen kontaktieren Sie Penny. Okay. On a plane during your awesome trip around the world, and then you come crying. Nice to have a dog around again. Still miss room. Oh ja. Ich habe ein bisschen Angst, was hier noch passieren mag. Ich meine, irgendein Drama wird ja noch kommen. Give me a cool nickname if I stayed here. Personalausweis Michigan. Ablaufdatum müsste ja schon abgelaufen sein. Baptist Dean Michael. Männlich, 1,85, braun. Oh. Aw, they look so cute here. Das ist ein cooles Foto. I love how they're like a real family. Bisschen creepy, wie sie alle gucken. My face? Was? Has anyone seen my face? Hat jemand mein Gesicht gesehen? Was? These guys know how to make a bong out of pretty much anything. And now I do too. Okay. Hier ist sonst nichts weiter. Now you're here, Spud. Lass mich erstmal kurz gucken. Mit Daniel am See trainieren. Das machen wir dann auch auf jeden Fall noch. Was ich gern gucken würde, am See ist das nächste. Dann halt irgendeine Bierdose und das Auto immer noch. Okay. On an illegal pot farm with a tourist visa. Jenny Kartoffeln. Us. Funny, right? Hannah, I'm sorry. We were not trying to lecture you. We are grateful we found that job and that you let us stay in the camp with you guys. I know. We're cool. Do you hate us now? You're funny. Don't worry. You'd know if I hated you. All I care about is my family right here. These three gutter punks. The rest? None of my business. Okay. Time to help Daniel do some power training. He's waiting at the lake. Not used to peeling potatoes, huh? A lot of work. I know how to cook. Just not everything yet. Yeah, but you hate it. You want a pizza, watch TV. I can tell. Like those kids who come through here all psyched, and they have to bust ass, and they're gone. I know I have a lot to learn. I mean, you've been doing this for years, right? Pretty much. 10 years or so. I know. We all got scars of our own. I just fucking hate phonies. Too many here. Crusty backpack doesn't make you one of us. Well, what do I gotta do to pass initiation? Don't be a pussy. Stand up for us. You can't be part of our family unless you open up. This is a family too, not a pit stop. Out in the wild, sharing is caring. I know, just hard to start all over. It's like rewiring my brain. Everything's different. Yes, it is. Been there. Long time ago. Wie hast du die anderen getroffen? Was hat dich hergebracht? Gefällt dir dieses Leben? You don't have to tell me, but how did you end up on the road? My community was a mess. Too much wasted talent. My mom, she was an artist and a drunk. Tried to get her into rehab countless times. Worked my ass off to buy her paint and stuff. Until I realized she was just returning everything to Z-Mart.
to get the cash back to buy her booze. I just knew I had to get the fuck out before that curse would get me too. I'm glad you're at peace now. So, how did you hook up with the others? Met Finn at some squat when he got out of jail. Young punk, but old soul. We just clicked. Then we ran into Cassidy a year ago, pissed at everything. Hurt, unable to commit to anything, except us. Then Pennywise found us, here in Humboldt, tripping about his friend Jinx. But, you know, he just fit in. Now we're all pretty fucking tight. Hell yeah, you are. It's awesome. So, are you satisfied with your life now? I'm grateful for what I have, yeah. Not everything is perfect, but we got balance, prospects. That's way more than I had before. Thanks for taking the time to talk, Hannah. That's cool. Yeah. Anyway, didn't mean to grill you, Sean. It was a long day. Whoa. Hannah's tough to figure out. Don't fuck with her. Okay, mich ärgert es ein bisschen, dass wir jetzt Daniel nicht geholfen haben beim Abwaschen. Weil das hätte ich schon gerne gemacht. Ich habe halt wirklich nur gedacht, dass wenn ich jetzt ihm helfe, dass wir eventuell... Better go help Daniel train. Ja, mache ich. Dass wir eventuell... I don't want him to get mad at me again. Ärger dann kriegen, weil wir das mit dem Wasser nicht erledigt haben und deswegen habe ich es in der Reihenfolge dann gemacht. Ich habe es ja erst erklärt. Ist ein bisschen schade. Aber na gut. Hätten wir ein paar gute Bruderpunkte sammeln können. Voll der schöne Wald und die schöne Atmosphäre mit den zwitschernden Vögeln und so. Ich mag das. In a week or two, we'll have enough to buy our way through the border. So, lasst uns vorher noch mal kurz angucken, welches Bild es ist. Es liegen Baumstämme im Wasser, 3 Stück. Wenn nicht sogar ein 4. Ich weiß nicht, was das Weiße da hinten ist. Die könnten hier vorne schon sein. Sweet. But can you do it without your power? Oh, yeah. I can do better with my own skills now. Next level. Onward. Ready to rumble? Fucking A. Zuerst das Teamgeheult, trainieren wir auf der anderen Seite. Let's start with our team howl. Oh! T.S. Lobos. Ow, 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 ow. Ow. Yeah, we still sound okay. Now, let's do this. Come on. Hold up. Too many people over there. Let's hit the other side. Okay, ich guck bloß mal, ob das hier irgendwie so ähnlich aussieht wie auf dem Bild. Deswegen rennen wir mal kurz hier so ein bisschen die Wege ab, aber ich glaube, hier kommen wir nirgendwo lang. Finn said he wants to show me this little cave or something. It's by the other side of the lake. Okay. Sounds cool. Count me in. Okay, beim Baumstamm können wir lang kriechen. Ich weiß nicht, ob das auf der anderen Seite ist oder ob das schon hier sein soll. Wartet mal, wir müssen noch mal kurz gucken, weil ich mir das so schlecht merken kann. Da ist ganz viel Schilf. Und dann 3 Baumstämme. Es könnte auch irgendwo da hinten sein. Wir gehen mal gucken. Wir kommen ja
The other side of that log looked secluded enough to be out of sight. Ich habe so eine Angst, was zu verpassen, ne? Okay, wir konnten das doch irgendwie mit ihm zusammen genau anheben. Hey, can you move that tree trunk? Duh. Damn, you know what you're doing. Hey! Your face! Come on. I wasn't gonna drop it on you. Very funny, man. Okay, let's have some fun. Okay. Was haben wir hier noch? Camp? We're out of sight here. Should be safe. Okay. Ich denke zwar trotzdem, dass wir irgendwie gesehen werden oder das nächste Mal beim Grasschnibbeln irgendwie rausfliegen, denn irgendwie... It's different here in the summer. Penny said it gets crazy crowded. People everywhere. Yeah. That's why we can train out here now. No people. Denn irgendwie muss das Drama ja quasi noch kommen. Ew. These need a little harvest. Let's try this. I want you to focus on these ugly mushrooms and blow them apart. Dude, I'll blow the shit out of that. I'm waiting. Or maybe you... What the? I told you, Irul. Durchgefallen, die Pilze sind noch da. Teilweise. What do you think Arizona is like? A desert? Why? No reason. Just curious. Ist hier noch irgendwas? Hello? Ja. Ungeduldig. Wartet mal. Sind zwar auch Baumstämme, aber irgendwie nicht ganz die Gegend, die wir suchen. Tanner likes pine cones. Let's have a little fun with those. Okay. Pick a rock. Any rock. Okay. And... Let's test your aiming system. Target in sight. Locked and loaded. Okay, ist das irgendwie relevant, wo ich es hinschieße? Machen es mal dorthin. Awesome! Okay, you're good. Now, let's spice things up a bit. Bring it on! Machen wir mal hier drüben, na, hier hin. Holy shit. That was not a fair fight. That's right. What's next? That's all you got? Ich will noch nicht ganz von der Idee weg, dass das... Die Steine sind, glaube ich, das Letzte, was man hier noch nehmen kann. Ich bin noch nicht ganz von der Idee weg, dass das hier gerade ist, aber ich erkenne die Stelle halt auch nicht gut wieder, ne? Vielleicht kommt wirklich noch eine Seestelle irgendwo. Ich weiß es nicht. Let's see what he can do with multiple targets now. Think you can lift all those? I know I can.
Whoa, Daniel. That's amazing. That was some next level shit, Daniel. Thanks. I've been training on my own sometimes. I know I haven't been around a lot lately. You still have to be careful with it, man. You always want it both ways. Use it, then don't. We just have to make sure you can control it. Well, it's my power, not yours. Whatever. What's wrong with you, man? I don't like this new emo Daniel. You keep throwing your attitude at me for no reason. Sick of it. Am I a bad big brother? Because I hang out with other people? You're always with them! That sucks. Oh, come on, Daniel. Bet you don't even want me around anymore. Don't say that. You know it's always you and me, Nano. I mean, never mind. That's it. Enough. You're being a brat. Can't say anything without you having a shit fit. We're family. We still have a long way to go. And we have to go together. Right? I know it sucks. But you have to grow up now. Daniel, stop it! Stop it, Daniel! No! Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weitergehen und in eine ganz neue Situation reinschlittern, würde ich gerne eine Aufnahmepause machen. Ich frage mich, ob ich es am See verpasst habe, was wir dort hätten holen können, denn ich habe es nicht gesehen. Vielleicht habe ich mich auch an den richtigen Stellen nicht gut genug umgeschaut. Vielleicht kommt's auch noch. Falls ich es echt übersehen haben sollte und wir die nächsten beiden Sachen finden, dann werde ich auf jeden Fall im Sammelmodus das andere noch suchen, weil ich gern immer die 100% voll hätte. Und ich ärgere mich ein bisschen, wenn ich es tatsächlich nicht gefunden habe. Aber ich habe immer noch ein bisschen die Hoffnung, dass es jetzt erst kommt oder so. Ich glaube einfach, das Problem ist, dass Daniel gerade pubertiert, sage ich mal so. Und dass er sich auf der anderen Seite auch natürlich die Nähe zu Sean wünscht. Er hat ja eigentlich alles verloren. Seine Heimat, seinen Vater, beziehungsweise nicht alles, sondern er hat nur noch Sean. Und wenn Sean natürlich interessenbedingt sich jetzt nun ein bisschen von ihm abwendet. Eigentlich nur zeitlich, jetzt nicht von Gebundenheiten, Beziehungen, Liebe her und so weiter, sondern eigentlich nur zeitlich, weil er logischerweise auch was mit Gleichgesinnten und Gleichaltrigen machen will und nicht nur mit seinem kurzen Bruder, ne? Es ist verständlich. Ist, glaube ich, auch in jeder Familie mit mehreren Kindern so ersichtlich. Natürlich nicht in diesem extremen Maße, das ist jetzt hier eine Sondersituation. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Und ich denke, wir müssen da auf der einen Seite mit Sean mit mehr Feingefühl rangehen. Ich versuche das immer so bei den Antworten, die ich auswähle, aber manchmal bin ich mir nicht ganz sicher, wo es denn ausartet. Also Feingefühl für Daniel aufbringen, ihm aber gleichzeitig auch immer wieder vermitteln, wir sind für ihn da. Wir haben einfach nur noch zusätzliche Freunde. Wir sind da, wir wollen mit ihm Zeit verbringen, wir wollen mit ihm trainieren, wir sprechen ihm gut zu. Und ja, so versuchen, wieder ein bisschen Nähe zu ihm aufzubauen. Aber liebe Leute, das machen wir nicht mehr jetzt, sondern in der nächsten Episode, Folge von Let's Play Life is Strange 2, Episode 3. Bis dann. Tschüss.